herzlich willkommen zum Kongress Zukunft für alle. Wir sind Anne und Max und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Live-Sendung hier auf Futur 1 und aus der Leipziger Zukunftszentrale. Egal, ob ihr an euren digitalen Endgeräten zu Hause sitzt oder bei einem unserer dezentralen Streaming-Events seid, herzlich willkommen. Bevor wir uns der Zukunft widmen mit euch, lasst uns einen Blick in die Vergangenheit werfen. Irgendwo in Deutschland, 1913. Wir glauben, unsere Töchter haben etwas Besseres zu wählen als einen Abgeordneten, nämlich ihren Ehegatten. Und wenn sie damit fertig sind, dann können sie ihre Kinder erziehen und zu tüchtigen, strammen Preußen und Deutschen machen. Der Landtagsabgeordnete Ahrens äußerte sich so gegen das Frauenwahlrecht. 5 Jahre später, 1918, beschritten Frauen stolz erstmals den Gang zur Wahlurne. Okay, gut. Und dieses Recht, was für Männer bereits 70 Jahre lang galt in Deutschland, haben sie sich selber erkämpft. Viele Jahrzehnte davor war das Frauenwahlrecht eine Vision. Viele Menschen, darunter auch Frauen, hielten es für unrealistisch und überzogen. Sie glaubten, es stünde ihnen nicht zu. Das Frauenwahlrecht galt als Bedrohung der Demokratie. Es würde Revolutionen auslösen, die weibliche Natur zerstören. Und natürlich seien Frauen auch nicht intelligent genug, um dieser Verantwortung gewachsen zu sein. Nun ja, bedauernswert ist eigentlich nur, dass das mit der Revolution nicht geklappt hat. Aber wir wissen, diese vermeintlichen Argumente dienten dazu, Frauen weiterhin auszuschließen, sie aus politischen Entscheidungen rauszuhalten, von denen sie selber betroffen waren. Heute ist es für die meisten Menschen mit deutschem Pass ein Grundrecht und selbstverständlich wählen gehen zu dürfen. Für diese Vision mit dem Anspruch auf Gleichberechtigung wurde lange gekämpft. Und das ist auch heute. Dinge, die undenkbar erscheinen, müssen erst nicht bleiben. Und die meisten Argumente dagegen dienen den Mächtigen. Dass der Kampf um Gleichberechtigung und um Gerechtigkeit weiterhin wichtig ist, zeigen aktuelle Krisen. Krisen, die ihren Ursprung in unserem Wirtschaftssystem haben. Corona. Tausende Menschen sterben. Ganze Wirtschaftsbereiche werden lahmgelegt. Menschen verlieren ihre Arbeit und sind dadurch von Armut bedroht. Wir erleben die schwerste Wirtschaftskrise seit den 1920er Jahren. Mindestens, weil wir nicht wissen, was noch kommt. Die Klimakatastrophe, die bereits heute und in Zukunft den Lebensraum und die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen und anderen Lebewesen verändern und zerstören wird. Und nicht zuletzt die rassistische Gewalt, die durch die anderen Krisen noch viel spürbarer und sichtbarer wird und uns allen vor Augen hält, wie zutiefst rassistisch Staaten, Institutionen und Gesellschaften sind. Vor dem Hintergrund all dieser Fragen und all dieser Krisen ist folgende Frage legitim: Wie könnt ihr euch in diesem Moment auf die Wiese legen, die Arme hinter dem Kopf verschränken, in den Himmel gucken und meinen, es sei Zeit zum Träumen? Die Antwort darauf lautet, dass es genau jetzt an der Zeit ist, auf die Straße zu gehen und Forderungen zu stellen, mit Menschen zu diskutieren, an Veränderungen zu tüfteln und am Gerüst zu rütteln. Wenn wir uns für eine gerechte, demokratische, ökologisch nachhaltige und diskriminierungsfreie Gesellschaft einsetzen, dann brauchen wir konkrete Ideen, wie das aussehen kann. Dann brauchen wir Utopien. Und Sie, die Alltagsutopien existieren bereits an vielen Orten, die wir täglich streifen. Der Umsonstladen, wo keine Gegenleistung erbracht werden muss. Solidarische Landwirtschaften, die Fahrradreparaturwerkstatt. Ideen werden aber nicht nur im Kleinen gelebt. Weltweit wird in einer Vielzahl politischer Organisationen für gleiche Rechte,
und alternative Gesellschaftsentwürfe gekämpft. Ni una menos, der feministische Protest in Lateinamerika und die Black Lives Matter-Bewegung sind nur zwei Beispiele dafür. Im kurdischen Autonomiegebiet Rojava wird an einem umfassenden Gesellschaftsvertrag gearbeitet, in dem soziale, feministische und ökologische Rechte zentral sind. Visionen und Ideen sind aktiv in vielen Köpfen. Lasst uns diese in den nächsten Tagen zusammenbringen, über sie reden, auch über sie streiten und überlegen, wie wir sie nutzen können, um uns für eine Gesellschaft einzusetzen, die gerecht, ökologisch und demokratisch ist. Damit das eines Tages keine Vision mehr sein muss, sondern Realität wird. Der Kongress Zukunft für alle ist der Höhepunkt eines zweijährigen Projekts, des Konzeptwerks Neue Ökonomie. Das Konzeptwerk ist ein politisches Kollektiv mit dem Ziel, Ideen für eine neue Wirtschaft zu entwickeln. Eine Wirtschaft von allen, für alle, ökologisch und sozial. Im letzten Jahr haben wir in 12 Zukunftswerkstätten mit über 180 Vordenkerinnen aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen an Visionen gearbeitet und getüftelt. Diese Ergebnisse erscheinen in den nächsten Wochen im Ökom Verlag als Buch und sind bereits jetzt online auf der Kongressseite verfügbar. Dieser Kongress baut auf den Ergebnissen auf, bringt aber auch völlig neue Aspekte hinzu. In den kommenden 2 Tagen widmen wir uns der Frage der Utopie. Wie wollen wir leben? In den darauffolgenden Tagen geht es um die Transformation. Wie kommen wir dahin zu unserer Utopie? Aber dass ein so vielfältiger und großer Kongress möglich ist, ist nur möglich durch einen engagierten basisdemokratischen Organisationskreis. Über 150 Menschen haben die Entstehung des Kongresses seit November begleitet. Einige für eine kurze Zeit, andere für diese gesamte Zeit. Dafür gebührt allen ein großes Danke. Auch all den PartnerInnen, FreundInnen und Familienmitgliedern, die im Hintergrund die emotionale Arbeit leisten, um so ein Engagement überhaupt erst möglich zu machen. Wir haben in 8 Arbeitsgruppen den Kongress Zukunft für alle organisiert. Ich werde sie alle kurz vorstellen, weil sie immer wieder ein neues Licht auf die kommenden Tage werfen werden. In der Programm-AG haben wir in 15 Themensträngen über 300 Einreichungen gesichtet, durchgesprochen, mit Referentinnen und zu über 20 Podiumsdiskussionen eingeladen. Spannende künstlerische Zugänge zur Utopie findet ihr unter dem Motto Art for Utopia, um das sich unsere Arbeitsgruppe Kunst und Kultur kümmert. Es sind vor allem diese Orte der Begegnung, die Imaginationsräume öffnen sollen und die wir hier analog in Leipzig haben. Die Arbeitsgruppe Finanzen hat sich um unsere Finanzen gekümmert. Die Awareness sorgt sich sowohl analog als auch digital um einen achtsamen und diskriminierungssensiblen Kongress und hat dazu ein Konzept erstellt. Außerdem hat sie sich schon während unseres Prozesses um uns als Orga-Kreis gekümmert. Hashtag 2048, unser Team für Öffentlichkeitsarbeit bespielt konstant unsere Social-Media-Kanäle und betreut unsere Homepage und gibt unzählige Interviewminuten, um für diesen Kongress und die Zukunft für alle zu begeistern. Die Logistik hat ein tolles und Corona-konformes Konzept, vor allem hier in Leipzigs Westen erstellt, damit wir Räume haben, wie diese Bühne, auf der wir stehen und unsere Rede halten, und eine Küche für alle organisiert, die uns alle versorgt. Sie hat unermüdlich Material und Helferinnen beschafft. Corona hat uns dazu gezwungen, diesen Kongress hauptsächlich digital zu veranstalten. Die digitale Infrastruktur, die ihr dafür nutzt, die Big Blue Button Server, auf denen ihr in den nächsten Tagen konferieren werdet, den Stream, den ihr gerade seht, das digitale Kongressgelände, über das ihr uns finden werdet, all das haben die Menschen in der Arbeitsgruppe Digitales aufgebaut und organisiert. Viele davon mit einer unglaublichen technischen Expertise, andere mit überhaupt gar keiner.
Wir haben im Anschluss versucht, so viele Menschen wie möglich fit für die technischen Herausforderungen der nächsten Tage zu machen. Und zuletzt unsere Arbeitsgruppe Prozess, die versucht hat, den Überblick zu behalten, lose Enden immer wieder zusammenzubinden und AGs zu unterstützen. Sie hat den Kontakt zu unseren Förderinnen und KooperationspartnerInnen gehalten, unsere Orga-Kreispläne organisiert, durchmoderiert und mit schlechten Witzen aufgelockert. Um mit einem persönlichen Eindruck dieses ganzen Prozesses abzuschließen, für mich war dieser Kongress ein riesengroßes Lernfeld. Als ich in das erste Orga-Kreisplenum im November gestartet bin, hätte ich mir nicht vorstellen können, so viel arbeiten zu können, zu wollen und so viel dafür zu bekommen. Hier zu stehen und zu euch zu sprechen, darüber bin ich sehr erstaunt, überglücklich, dass der Kongress losgeht und zuletzt auch dankbar. Wir laden euch ein, seid aktiver Teil des Kongresses. Konsumiert nicht nur digital, sondern interagiert. Wir hoffen, dass ihr in den nächsten Tagen selbstbestimmt und transformativ in unseren Workshops lernt, dass ihr spannende, kritische und kontroverse Punkte debattiert, dass ihr euch in den Safe Spaces und auf dem gesamten Kongress wohlfühlt und dass ihr achtsam miteinander umgeht, dass euch unser Kunst- und Kulturprogramm berührt und inspiriert. Lernt Menschen kennen, mit denen ihr euch vernetzen wollt, mit denen ihr den Mut, die Zuversicht und den Gestaltungswillen findet, um eure Utopien direkt umzusetzen. Viel Spaß auf dem Kongress. Herzlich willkommen zum Zukunft für alle. Hallo und herzlich willkommen auch von unserer Seite. Ich bin Kate. Und ich bin Nilda. Wir sind beide Teil des Organisationskreises Zukunft für alle und werden euch heute durch die verschiedenen Punkte des Kongressauftaktes begleiten. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit dem nächsten Programmpunkt, sicher werden euch im Laufe des Kongressauftaktes verschiedenste Fragen kommen, verschiedenste Gedanken. Sammelt die, denn am Ende wird es nochmal die Möglichkeit geben, zu diesen Fragen in Austausch zu kommen. Mehr dazu werden wir dann erklären. Als Erste würde ich Mona zu mir auf die Bühne bitten. Sie ist Transformation-Designerin und hat das Kunst- und Kulturprogramm des Kongresses mitorganisiert. Sie beschäftigt sich mit dem Erlebbarmachen von Utopien und lädt euch heute ein, in eure eigene Utopie einzutauchen. In den letzten Monaten haben wir alle erlebt, wie dringend Veränderungen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens notwendig sind. Einige von euch haben sich in der letzten Zeit sicher schon Gedanken gemacht, wie diese aussehen könnten. Andere kamen vielleicht noch nicht dazu. Unabhängig davon, wie stark ihr euch in den letzten Monaten mit dem Thema Zukunft auseinandergesetzt habt, ist es gar nicht so leicht, ins Visionieren hineinzukommen. Wir haben deshalb eine kleine Traumreise vorbereitet, die uns helfen soll, ins utopische Denken hineinzukommen und uns etwas anderes vorzustellen. Die Traumreise ist natürlich freiwillig. Wer nicht mitmachen möchte, kann währenddessen einfach die eigenen Gedanken schweifen lassen. Du wirst in eine erdachte Welt in der Zukunft reisen, in der du glücklich und zufrieden lebst. Du wirst mit einigen Fragen durch diese Reise begleitet und hast als Reisende oder Reisender die freie Wahl, wie weit du dich auf die Fragen einlassen möchtest. Du kannst entscheiden, ob du dich von den gestellten Fragen mitnehmen lässt oder ob du einfach gemütlich sitzt und deinen eigenen Gedanken nachhängst. Lass deinen Gedanken freien Lauf.
Du lebst in deiner eigenen Welt. Du kannst sie gestalten und sie dir vorstellen, wie du sie möchtest. Mach es dir gemütlich. Was kannst du jetzt noch machen, damit es wirklich ganz bequem ist? Mach das. Lasst uns unsere Reise beginnen. Schließe die Augen. Nimm wahr, wie du atmest, ohne deinen Atem zu verändern. Nimm wahr, wie sich dein Bauch hebt und senkt bei jedem Ein- und Ausatmen. Atme noch einmal tief ein und aus. Du begibst dich jetzt auf eine Reise in die Zukunft. Stell dir vor, du kannst dich in die Luft emporschwingen und von dort aus das Geschehen auf der Erde beobachten. Tage, Nächte und Jahre ziehen an dir vorbei bis zum Jahr 2048. Du gleitest vorsichtig zurück auf den Boden und landest ganz sanft an dem Ort, wo du wohnst. Hier ist es schön. Du bist willkommen und geschätzt und du fühlst dich wohl. Du nimmst einen tiefen Atemzug und atmest zufrieden die Luft um dich ein. Vielleicht gibt es einen bestimmten Geruch. Schau dich mit Neugier um. Was siehst du um dich herum? Hier ist alles genau so, wie du es dir wünschst. Wohnst du alleine oder mit anderen Menschen? Was gefällt dir an deinem Zuhause? Wer sorgt sich um dich? Wer ist für dich da? Um wen sorgst du dich? Du beschließt, einen Spaziergang zu machen und erkundest die Umgebung. Wie sieht es hier aus? Was macht den Ort, an dem du lebst, für dich persönlich so lebenswert? Wem gehört dieser Ort? Hast du mitgewirkt an der Gestaltung deines Umfelds, deiner Nachbarschaft? An welchen Entscheidungen warst du beteiligt? Während du weiterläufst, siehst du einige Menschen? Wie bewegen sie sich fort? Wie verbringen die Menschen um dich herum ihren Alltag? Was gefällt dir besonders gut?
Dein Magen krummelt. Du hast Hunger und holst dir etwas zu essen. Was holst du dir? Und wo holst du es dir? Wie und von wem wurde es produziert? Du nimmst einen Bissen. Was schmeckst du? Durch das Essen hast du Energie und Lust bekommen, etwas zu tun, das dir Freude bereitet und dich erfüllt. Was machst du? Wohin gehst du? Mit wem bist du dort? Welches Verhältnis hast du zu den anderen Menschen? Um den Tag ausklingen zu lassen, begibst du dich an einen Ort, an dem du dich wohlfühlst und setzt dich dorthin. Du lehnst dich gemütlich auf deinem Sitzplatz zurück und machst es dir richtig bequem. Du bist entspannt und weißt, dass du an diesem Ort gut aufgehoben bist. Du bist dankbar für diesen Ort und lässt deine Gedanken zurück in die Vergangenheit schweifen. Du erinnerst dich an einige historische Momente, die den Weg zu dieser Welt geprägt haben. Woran denkst du? Lass diese Gedanken nun langsam los und komme nach und nach mit all deiner Aufmerksamkeit zurück. Bewege dich langsam, du darfst dich räkeln und strecken. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Komm wieder hierher zurück und öffne die Augen. Vielen Dank für die Offenheit. Ihr könnt euch jetzt gerne noch etwa 3 Minuten Zeit nehmen, um eure Gedanken, die ihr hattet, aufzuschreiben und euch oder euch mit den Menschen auszutauschen, die um euch herum sind. Haltet die schönen Gedanken noch ein wenig fest. Vielen Dank, liebe Mona, für diese kleine Reise. Das ist ein erster Zugang, um sich auf Utopien, Visionen einzulassen. Jetzt werden wir gleich von Bini hören, dass Utopie auch ein umkämpfter, ein ambivalenter Begriff ist. Und bevor ich Bini sprechen lasse, möchte ich sie noch kurz ankündigen. Hallo,
Bini Adamczak. Schön, dass du aus Berlin zugeschaltet bist. Bini wird gleich mit uns ein paar Worte zu Utopie teilen und ich hoffe, ihr habt es alle bequem, um ihren Worten lauschen zu können. Bini arbeitet als politische Autorin und hat mehrere Bücher geschrieben und ist in der Anti-Gentrifizierungsbewegung aktiv, sowie in der DoFix-Initiative in Berlin organisiert. Und kannst du uns gut hören, Bini? Ich kann es gut hören, ja. Super. Dann übergebe ich dir jetzt das Wort und bin sehr gespannt auf deinen Vortrag. Danke, dass du da bist. Danke für die Einladung, danke für die Anmoderation. Es ist schön, mit euch hier zu sein, auch wenn ziemlich unklar ist, zumindest aus meiner Perspektive, wo hier ist. Ich kann euch nicht sehen, also falls ihr die Stirn in Krausen schlagt oder euch am Kopf kratzt oder lacht, ich kriege es nicht mit. Wir hatten vorhin auch ein paar technische Probleme, falls das nochmal auftauchen sollte. Hoffe ich, dass ich Bescheid bekomme, so dass wir das Problem noch einmal fixen können. Aber vielleicht ist dieses Nichtwissen, von wo wir sprechen, auch wenn wir scheinbar zusammen jetzt sprechen, ausschließlich der Möglichkeit, dass sich das jemand nochmal zu einem späteren Zeitpunkt anschaut, dann wäre auch der Zeitpunkt nicht ganz klar. Aber vielleicht ist das Unklare des Ortes nicht ganz ungeeignet, um über das Thema Utopie zu reden, bedeutet Utopie doch schließlich der Unort, der Nicht-Ort. Ich möchte euch für diese Konferenz ein paar Fragen geben, übergeben, vorschlagen, von denen ich hoffe, dass sie auch für die kommenden Diskussionen produktiv sein können. Und ich möchte beginnen mit einer Beobachtung aus dem Genre des Superheldenfilms oder viel eher des Superschurkenfilms, denn um die geht es dort, doch wenn wir ehrlich sind, eigentlich. Ihr kennt ja diese Art von Filmen und euch ist es wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass auf dem Höhepunkt des Films, also mitten im Showdown, der Superschurke sich nochmal ausführlich Zeit nimmt, meist während die Superheldinnen gefesselt sind und also zuhören müssen, nicht wegrennen, um ihnen ausführlich seinen teuflischen Plan zu erläutern. Dieser Plan, der meistens darin besteht, entweder die Welt zu zerstören oder die Herrschaft über die Welt an sich zu reißen. Etwas langweilige Zielsetzung, aber meist sind diese Pläne doch mit relativ viel Ausdauer und Kreativität erarbeitet und durchgeführt. Anyhow, diese Zeit des Rumlaberns, in der der Superschurke seinen Plan versucht zu erklären, kann natürlich dann der Superheld, die Superheldin nutzen, um sich zu befreien und in letzter Minute den Schurkenplan zu vereiteln. Die vorletzte Einstellung des Films zeigt diese unendliche Frustration des Superschurkens. Oft sehen wir ihn einen Schacht hinabstürzen oder auf der Flucht. Eine unendliche Frustration darüber, dass sein Lebensplan gerade zerstört wurde. Und die letzte Einstellung zeigt dann den Superhelden, der glücklich nach Hause geht in seiner bürgerlichen Existenz oder in seiner romantischen Zweierbeziehung wieder ankommt. Mit anderen Worten, nichts hat sich verändert. Die Welt ist gerettet und sie ist noch genauso beschissen wie zuvor. Was lässt sich daraus lernen? Erstens würde ich sagen, dass Mensch sich vielleicht nicht zu früh freuen sollte, sich nicht vom Wunsch auf Anerkennung davontragen lassen und vor allen Dingen auch nicht die Beharrungskraft des Bestehenden und ihrer übereifrigen Verteidiger unterschätzen sollte. Zweitens aber, dass die Heldinnen, die uns die Kulturindustrie dieser Gesellschaft als Vorbilder anbietet, ziemliche Schnarchnasen sind. Das lässt sich unbestreitbar lernen. Denn diese Heldinnen wollen, dass das Leben nicht schlimmer wird und sie wollen gleichzeitig, dass es genauso schlimm bleibt, wie es ist. Nicht schlechter soll es werden, aber schlecht bleiben. Das Problem für uns
ist, dass ein Großteil des progressiven Widerstands, ein Großteil des emanzipatorischen linken Widerstands heute genau diesem konservativen Skript gehorcht. Was wir beobachten, sind Kämpfe gegen Mietsteigerungen, aber nicht Kämpfe für Mietsenkung, Kämpfe gegen Zwangsräumung bestehender Projekte, aber selten für die massenhafte Besetzung neuer Projekte. Wir sehen Kämpfe gegen die Verschlechterung des Klimas, dringend nötig, aber wir sehen selten Kämpfe für die Verbesserung des Klimas. Wir sehen Kämpfe gegen Nazis, aber selten gegen die Bedingungen, denen die Nazis entstammen. Und so sehen wir Kämpfe gegen die Schließung von Betrieben, selten für die Übernahme der Betriebe durch die Belegschaften, Kämpfe gegen die Entlassung von Arbeiterinnen, aber selten Kämpfe für die Entlassung der Chefetagen des Kapitals. Und so haben wir in den letzten Jahren auch Kämpfe gesehen für die Diversifizierung des staatlichen Geschlechtseintrags, dritte Option, und wenig Kämpfe für die Streichung des staatlichen Geschlechtseintrags im Gesamten. Wir haben gesehen Kämpfe für die Ausdehnung der Ehe, Homo-Ehe, selten Kämpfe für die Abschaffung der Ehe für alle. Und wir haben gesehen einen Kampf für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber selten den Kampf für die Aufhebung der Spaltung von Hausarbeit und Lohnarbeit und die Rekonstruktion dieser Beziehungsweisen. Was wir also sehen, sind viele Kämpfe, die sich darum bemühen, gegen einen reaktionären Aufbruch, gegen eine neoliberale Konterrevolution, Momente der Erfolge früherer Kämpfe zu sichern, zu erhalten, zu konservieren. Aber unter der Bedingung der Krise, und heute erleben wir bekanntermaßen eine Vielfachkrise, eine Gesundheitskrise, eine ökonomische Krise, eine politische Krise, eine ökologische Krise und so weiter. Unter Bedingung dieser Krise ist der Versuch, die Welt so zu retten, wie sie ist, selbst utopisch geworden. Allerdings im schlechten Sinne utopisch. Wenn die bestehende Ordnung schwankt, was sie seit einigen Jahren unübersehbar tut, wenn sie zunehmend an Zustimmung verliert, dann gibt es kein Zurück, dann kann es kein Zurück zur Normalität geben. Wir haben in den letzten Jahren, das heißt seit 2009, seit 2011, verstärkt seit 2015, die historische Erfahrung, dass in Krisenzeiten auf einen emanzipatorischen Aufbruch häufig eine restaurative Reaktion folgt. Solange der Widerstand sich auf seinen Wortsinn beschränkt, auf den Wortsinn des Widerstands, das heißt auf das Aufhalten und Stoppen, auf das Verteidigen und Zurückdrängen, bleibt dieser Widerstand im besten Fall stehen. Wo die Linke verliert, gewinnt in aller Regel die Rechte an Macht. Kurz gesagt, unter den Bedingungen der Krise gibt es keine bloße Verteidigung des Status quo. Und deswegen reicht es nicht, Superheldin zu sein, beziehungsweise Superbulle. Deswegen lässt sich die Welt nicht retten, ohne einen Plan, sie zu verändern. Deswegen braucht es, mit anderen Worten, Utopie. Aber wie? Die Utopie zielt auf die Zukunft. Sie zielt auf eine andere Welt, aber gleichzeitig nimmt sie ihren Ausgang in der Gegenwart, in der bestehenden Welt. Sie zielt mit anderen Worten auf Befriedigung, auf Glück, aber ihr Ausgangspunkt ist die Frustration, ist das Unglück. Die Utopie zeichnet also eine Welt, in der das Unglück überwunden ist. Es ist nicht die Aufgabe einer emanzipatorischen Utopie, eine Welt zu entwerfen, in der alles anders ist. Es reicht vielmehr, dass die Utopie sich von der Realität, von der Gegenwart, in einer einzigen Hinsicht unterscheidet. Etwas fehlt in dieser zukünftigen Welt, nämlich das Unglück. Deswegen lautet die erste kritische Frage, die wir an unsere Utopien richten, ob es den Vorschlägen für eine bessere Gesellschaft gelingt, eine Welt ohne das vergangene und heutige Unglück überhaupt nur vorzustellen.
Finden Sie einen möglichen Weg raus oder verlängern Sie mit den Werkzeugen, Bildern und Materialien, die Sie den vergangenen Epochen entnehmen, auch den Ärger unserer Zeit in die kommende. Das ist die erste Frage, die ich diesem Kongress anbieten möchte, zur Verfügung stellen möchte, von der ich meine, dass sie bereits eine recht gute Orientierung im Diskurs der Utopie bietet. Etwas konkreter gesagt, wie viel gewonnen wäre mit einer Tobin-Tax? Wie viel glücklicher lebten wir mit einem bedingungslosen, aber vom Staat gewährten monetären Grundeinkommen? Welche unserer Probleme wären wir los, wenn Menschen aller Geschlechter und Herkünfte sich gleichmäßig auf Vorgesetzte und Untergebene verteilten, wenn alle Nationen gleichmächtig wären? Und welche Probleme wären wir damit eben nicht los? Das reicht aber noch nicht, um zu bestimmen, worin die Grundfragen der Utopie bestehen. Denn zum einen soll die Utopie nicht nur dafür sorgen, dass sich die ganze alte Scheiße nicht reproduziert, wie das Marx und Engels genannt haben. Die Utopie muss zugleich darauf achten, dass dabei nicht ganz neue Scheiße produziert wird. Denn was nützt es, das alte Unglück abzuschaffen, aber neues Unglück zu schaffen? Was bringt es also, etwa den autoritären Kapitalismus zu überwinden, ihn aber nicht durch einen libertären Kommunismus, einen freiheitlichen Kommunismus, eine gerechtere, solidarische, gleichere Welt zu ersetzen, sondern, wie historisch gesehen, seinerseits durch einen autoritären Staatssozialismus. Was bringt es, an die Stelle des alten Unglücks neues Unglück zu setzen? Aber noch darüber hinaus bleibt der Ausgangspunkt des Unglücks, der Ausgangspunkt des Unglücks für die Utopie, zu sehr im Negativen verhaftet. Denn die utopische Fantasie ist nicht einfach mechanisch darauf reduziert, das Gegenteil der Gegenwart zu konstruieren oder schlicht alles Schlechte von dieser zu subtrahieren, alles Schlechte von dieser Welt abzuziehen. Die Utopie sucht also nicht nach einem Leben, das nicht schlecht ist, womit damit eigentlich schon alles gewonnen wäre, denken wir beispielsweise an den Hunger, sondern die Utopie sucht nach einem Leben, das gut ist. Die Frage der Utopie lautet also nicht nur, wie wollen wir nicht leben, sondern sie lautet vor allem auch, wie wollen wir leben? Das ist die zweite Frage, die ich diesem Kongress euch zur Verfügung stellen will. Was würden wir machen, wären wir frei? Das sind die zwei Fragen der Utopie aus meiner Perspektive. Aber gegen diese Utopie selbst sind kritische Einwände formuliert worden. Das bekannteste Argument, es klang eben schon an, stellt die Möglichkeit von Utopie überhaupt in Frage. Dieses Argument fragt danach, ob eine andere Zukunft überhaupt gedacht, überhaupt vorgestellt werden kann, wenn dieses Ausdenken, dieses Vorstellen doch immer notwendig in der Gegenwart stattfindet. Handelt es sich, so fragt dieser kritische Einwand gegen die Utopie, bei den utopischen Produktionen nicht notwendig um Projektionen, Projektionen aus der Gegenwart in die Zukunft. Mit anderen Worten, verlängern die beschädigten Subjekte von heute nicht einfach ihre Beschädigung ins Morgen. Bedeutet das anvisierte Ziel zu beschreiben, nicht in Wahrheit dieses Ziel vorzuschreiben? Verhindert der Plan einer vorgeblich anderen Zukunft also gerade, dass eine wirklich andere Zukunft eintreten kann? Das ist die kritische Frage. Mein Gegenargument lautet, dass diese letzte Frage, also die Vorstellung, dass das Beschreiben einer anderen Welt gleichzeitig ein Vorschreiben dieser anderen Welt ist und damit ein autoritärer Eingriff in den Prozess der Geschichte, in die Selbstbestimmung der zukünftigen Menschen. Mein Einwand, meine Kritik lautet, dass diese Überlegung von einer absurden Selbstüberschätzung der Theoretikerinnen geprägt ist. Diese Theoretikerinnen, Intellektuellen, Utopistinnen
fantasieren. Sie bräuchten nur auszusprechen, wie eine mögliche Zukunft auszusehen haben, um die Massen gewissermaßen dazu zu zwingen, den formulierten Plan in die Tat umzusetzen. So viel Macht haben Theoretikerinnen aber nicht. Sie können lediglich Vorschläge für die Zukunft unterbreiten, die, wenn sie zu überzeugen vermögen und zudem das Glück des Zufalls auf ihrer Seite haben, vielleicht angenommen werden. Mit anderen Worten, die Gefahr einer Diktatur der utopischen Fantasie über die Gegenwart ist begrenzbar. Ich würde sogar sagen, andersrum, ein breiter und transparenter Diskurs über mögliche Wege in die Zukunft, ein breiter Diskurs über mögliche Zukünfte, kann sogar helfen, Autorität abzubauen, indem er das Gespräch pluralisiert, öffnet, transparent macht und die Möglichkeit der Partizipation, der Teilhabe, der gemeinschaftlichen Konstruktion einräumt und aber auch den Maßstab der Kritik offenlegt, anhand dessen alle Beteiligte später im nächsten Schritt beurteilen können, ob das, was da gerade umgesetzt wird, eigentlich dem entspricht, was wir ursprünglich mal geplant, beschlossen oder uns erträumt hatten. Es gibt aber noch ein stärkeres Argument gegen den anti-utopischen Einwand. Denn die Vorstellung, dass utopische Auspinseln führe quasi automatisch in den Autoritarismus, fehlt bereits die historische Wirklichkeit. Es waren eben die Erben des anti-utopischen, des wissenschaftlichen Sozialismus, die den übelsten Autoritarismus auf die Bühne der Geschichte brachten. Und nicht die Erben der Utopistinnen, der Frühsozialistinnen, der Träumerinnen, der Spinnerinnen. Gerade die misslungenen Versuche, eine sozialistische Welt zu realisieren, eine wirklich andere Welt zu realisieren, eine gerechtere Welt zu realisieren, eine gleichere Welt zu realisieren, werden somit im Nachhinein zum stärksten Argument gegen das Bilderverbot, also gegen das Verbot eines Auspinselns, eines Beschreibens der Utopie der möglichen Zukunft. Nach einem Jahrhundert Staatssozialismus, also 73 Jahre Staatssozialismus, autoritärer Staatssozialismus, können wir uns schlechterdings nicht mehr darauf herausreden, von der anvisierten Welt ließen sich keine Bilder anfertigen. Stattdessen steht die Linke, und zwar jede Linke, die sich Gedanken über die Frage macht, wie die Probleme der gegenwärtigen Welt an der Wurzel gepackt werden können, um eine Zukunft zu schaffen, die nicht mehr geprägt ist von diesen Problemen. Jede Linke steht vor der Aufgabe anzugeben, wie sich ihre Bilder der Zukunft von den bekannten Bildern der Vergangenheit unterscheiden. Wie sich also verhindern lässt, dass sich ihr Traum erneut in einen Albtraum verwandelt. Das ist der stärkste Einwand gegen jeden utopischen Versuch, mit Ausmalen oder ohne. Wer immer eine radikale Kritik am Bestehenden formuliert und wirklich für eine andere Welt, für eine wirklich andere Welt kämpft, wird mit den Toten des Stalinismus konfrontiert werden. Und zwar zu Recht. Denn der Stalinismus bildet objektiv ein Erbe aller Bewegungen, die heute gegen Ungleichheit und für Gleichheit, gegen Unterdrückung und für kollektive Freiheit kämpfen, gegen Indifferenz und Konkurrenz und für Solidarität. Es reicht nämlich nicht zu sagen, damit habe ich nichts zu tun. Das ist ein Problem der Leute, die sich in diese Tradition stellen, die sich mit Namen versehen, die den Namen ähneln, derer Leute, die damals Verbrechen begangen haben. Ich habe damit nichts zu tun. Es reicht nicht, das einfach zu behaupten. Man muss es auch zeigen. Denn nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts ist das Misstrauen, das allgemeine Misstrauen gegen das, was abschätzig utopische Experimente genannt wird, vollkommen berechtigt. Wie mit dieser Gefahr umzugehen ist, ist also eine Frage, die wir uns von anderen stellen lassen müssen, die wir uns gefallen lassen müssen, wenn wir in emanzipatorischer utopischer Absicht über Zukunft sprechen. Und es ist eine Frage, die wir uns selbst stellen müssen.
Die Mehrheit der Menschen nämlich ist nicht, das ist zumindest meine Erfahrung, ist nicht gegen eine gleichere, freiere und solidarische Welt, nennen wir sie mal provisorisch Kommunismus, weil sie diese Idee schlecht finden, sondern weil sie sie für unrealisierbar halten. Und sie sind im gleichen Maße nicht für die Aufrechterhaltung der herrschenden Welt, nennen wir sie mal Kapitalismus, weil sie diese gut fänden. Das zeigen Umfragen ja immer und immer wieder. Stabile Mehrheiten lehnen den Kapitalismus als Gesellschaftssystem, lehnen herrschende Verhältnisse, herrschende Unrechtsverhältnisse ab. Aber sie halten dieses System für alternativlos. Nicht für richtig, aber für unveränderbar. Wenn das stimmt, dann ist die Kritik am Bestehenden, an Ausbeutung und Unterdrückung, an Ungleichheit und Entfremdung, an Zerstörung und Einengung zwar notwendig. Diese Kritik ist notwendig. Aber ihre Wirkungen sind begrenzt. Das ist gewissermaßen der wahre Kern der immer wieder zu hörenden Aussage, die Linken sollten doch nicht immer nur nörgeln und rumkritteln, sondern doch mal konstruktive Vorschläge machen. Konstruktive Vorschläge, was sie denn stattdessen tun wollen. Das ist mit anderen Worten die Frage der Utopie. Und der Utopieforscher Eric Olin Wright hat diese Frage der Utopie meiner Erinnerung nach in drei Unterfragen aufgeteilt, denen ich bisher auch gefolgt bin. Er unterteilt die Frage der Utopie in die Frage der Vorstellbarkeit, der Machbarkeit sowie der Erreichbarkeit. Vorstellbarkeit, damit hatte ich angefangen, ist die Frage, ob eine andere Welt überhaupt denkbar ist, ob wir überhaupt ein Bild entwerfen können von einer Welt, in der die Beschädigung der jetzigen Welt nicht mehr existiert. Mit anderen Worten, eine Welt, wie sie uns gefällt. Die Frage der Machbarkeit bezieht sich darauf, ob dieses Bild der Welt in sich schlüssig ist, ob es also nicht nur gut klingt, sondern auch funktionieren würde, ob die andere Gesellschaft also nicht an inneren Widersprüchen oder an unveränderbaren äußeren Bedingungen, beispielsweise der Schwerkraft, scheitern müsste. Die Frage der Erreichbarkeit schließlich ist die Frage des Übergangs, die Frage der Transformation, also etwa der Reform oder der Subversion, der Evolution oder einer radikalen Transformation, nennen wir sie Revolution. Ich möchte noch eine weitere Dimension, noch eine weitere Frage hinzufügen, nämlich diejenige der Wünschbarkeit. Das Problem, dass wir in der Wünschbarkeit, also der affektiven, der Gefühlsdimension des Utopischen begegnen, nenne ich den Utopiefetisch. Der Utopiefetisch bezeichnet eine Gefahr der Utopie, die gewissermaßen das Spiegelbild zu der anfangs besprochenen Gefahr darstellt. Also nicht die Gefahr, dass die utopische Welt mit den Mängeln der Gegenwart behaftet bleibt, sondern umgekehrt, dass sie von diesen Mängeln so gründlich gesäubert wird, dass die mit den Mängeln der Gegenwart behafteten Menschen, also wir, in ihr keinen Platz mehr finden. Das ist tatsächlich in der Geschichte des utopischen Denkens eine sehr häufig formulierte Idee. Eine utopische Welt braucht auch einen utopischen Menschen. Ein Mensch frei von Habsucht und Neid, kooperativ und rücksichtsvoll, sanftmütig und altruistisch. Mit anderen Worten, der neue Mensch. Die Frage ist jedoch, was mit den alten Menschen, aufgewachsen unter Bedingungen von Konkurrenz und Mangel, passiert. Können sie sich so grundlegend ändern, dass sie in die neue Gesellschaft passen, oder werden sie zu den Altlasten, die deren harmonisches Funktionieren beständig stört? Tatsächlich haben viele Theoretikerinnen wie Praktikerinnen, Marx ähnlich wie der Anarchist Bakunin oder der Marxist Lenin, den Schluss gezogen, dass die erste Generation der Revolutionärinnen, der Aktivistinnen, der Utopikerinnen zwar die alten Verhältnisse stürzen, nicht aber die neuen aufbauen können. Erst die nächste Generation, die also nach der Transformation geboren sind, können dann die Arbeit vollenden und also auch die befreite Gesellschaft erreichen. Die Lumpenrevolutionäre hingegen,
die Aktivistin in der Gegenwart, die beschädigten Bewohnerinnen der alten Welt, müssen vor den Außengrenzen der neuen Welt stranden, ohne je wirklich Zutritt zu dieser neuen Welt zu erhalten. Nur wer bereits in der neuen Welt geboren wird, wer bereits in der utopischen Welt geboren wird, darf in dieser utopischen Welt leben. Wer nicht das Glück hatte, in dieser guten Welt geboren zu werden, muss vor den Außengrenzen dieser schönen Welt stranden. In dieser Formulierung wird deutlich, dass diese Vorstellung der Zukunft sehr der Gegenwart ähnelt. Wer am richtigen Ort geboren wird, hat Glück und das Recht, diesen schönen Ort mit Grenzen zu verteidigen. Diese Idee einer gerechten Welt ist also offenkundig nicht allzu gerecht. Das Problem des Utopiefetischs ist aber nicht nur ein gerechtigkeitstheoretisches, sondern auch ein praktisches. Denn die Leute, die hier von der Utopie ausgeschlossen werden sollten, sind ja gerade die Utopikerinnen, die Aktivistinnen selbst. Diejenigen also, die die Revolution machen, die die Transformation organisieren, die sollen nicht in den Genuss ihrer Früchte kommen. Es wäre, würde ich sagen, nicht weiter verwunderlich, wenn die Menschen, die für diese Utopie kämpfen, kein sonderliches Interesse daran haben sollten, sie auch wirklich zu erreichen. Fetisch bedeutet Verkehrung, hier Utopiefetisch, eine Verkehrung der Utopie. Und wir begegnen diesem Fetisch, dieser Fetischisierung, dieser Verkehrung mit einer weiteren Drehung. Damit also, dass wir die Utopie vom Kopf auf die Füße stellen. Die Menschen entwerfen nämlich keine utopische Welt, um sich dann den Bedürfnissen dieser Welt anpassen zu müssen. Im Gegenteil. Und das wäre eine weitere Frage, die sich hier stellen lässt, auch für die kommenden Diskussionen. Ist die Welt, die wir entwerfen, die wir imaginieren, die wir uns vorstellen, ist die den utopischen Bedürfnissen, den Bedürfnissen utopischer Menschen angemessen, oder ist sie andersrum an den heutigen, den menschlichen, den Beschädigten, unseren Bedürfnissen ausgerichtet? Denken wir uns eine Welt aus, die tatsächlich auch uns eine Heimat bieten könnte. Es gibt noch ein zweites Problem, das sich in der Frage der Wünschbarkeit stellt. Eine andere Zukunft zu imaginieren erfordert nämlich nicht nur Kreativität, sondern vor allem auch Mut. Das ist zum einen der Mut, dessen es bedarf, um überkommene Gewissheiten fahren zu lassen, Gewohnheiten, die nicht nur gewusst werden, sondern auch verkörpert sind und die nicht nur einengen, sondern auch Halt und Orientierung, Vertrautheit und Zugehörigkeit geben. Sich mit einer anderen, möglichen Welt vertraut zu machen, kann bedeuten, sich dieser Welt zu entfremden. Aber ein besseres Leben zu erfinden bedeutet darüber hinaus, dass es schwerer wird, sich mit den Beschädigungen des schlechteren Lebens abzufinden, sich in dieses einzufinden. Gerade vor dem Maßstab einer schöneren Welt tritt die Hässlichkeit der herrschenden Welt hervor. Eine Hässlichkeit, die vielleicht nicht weiter auffällt, solange sie als selbstverständlich, als unveränderlich gilt. Die Utopie erfordert also Mut. Und wo Mut ist, ist auch Angst. Wer keine Angst hat, kann auch keinen Mut haben. Was es also braucht, ist ein Umgang mit dieser Angst. Das bedeutet nicht, sie zu leugnen oder zu denunzieren, sondern es bedeutet, sie ernst zu nehmen und zu fragen, wie sie sich entkräften lässt. Etwa durch Kollektivierung, etwa durch Konkretisierung. Das Konkrete, das Greifbare, ist weniger bedrohlich als das Abstrakte, das Unfassbare. Und das gemeinsam Geteilte ist leichter zu bewältigen als das alleine Geschulterte. Das ist vielleicht einer der entscheidenden Punkte einer emanzipatorischen Utopie, eines befreienden Entwurfes von Zukunft. Sie muss ein gemeinsamer, ein geteilter Prozess sein. Solidarische Beziehungsweisen lassen sich niemals von einem Punkt aus konstruieren, sondern immer nur von mehreren Punkten, von mehreren Situationen, Situiertheiten aus. Wenn der Plan einer anderen Zukunft Antworten geben soll auf die drängenden Fragen der Gegenwart, dann darf es sich dabei nicht um die Fragen von einigen handeln, sondern es müssen die Fragen der vielen sein. Worum es also geht, ist das,
was die Theoretikerin Nora Sternfeld einen situierten Universalismus nennt. Das heißt, weder Leugnung von Differenzen noch ihre Verewigung. Ein Anspruch, eine gute Welt für alle zu schaffen, ohne dabei schon abschließend zu wissen, wer alle sind. Damit möchte ich eine letzte Frage anbieten für diese Konferenz, diesen Kongress. Wir sind gewöhnt, die Fragen der Repräsentation zu stellen in solchen Situationen, in solchen Versammlungen. Fragen der Repräsentation des Geschlechtes, von Race, Sexualität und so weiter. Wie viele Männer sind im Raum, wie viele Weiße, wie viele Heteros und so weiter. Aber für die Frage der Utopie können wir diese Fragen auch anders formulieren. Nämlich als Frage danach, welcher Anteil der gesellschaftlichen Abteilung in diesen Diskussionen über die zukünftige Welt eigentlich anwesend ist. Mit anderen Worten, wie viele Technikerinnen, wie viele Chemikerinnen, Physikerinnen, Bäckerinnen, Chirurginnen, Pflegekräfte, Landwirte und so weiter sind in diesen Diskussionen hier anwesend. Wer kann eine Solarzelle installieren, wer eine Metalllegierung vornehmen, wer weiß, wer ein Halbleiter aufgebaut ist, wer kann ein Abwassersystem bauen und warten und so weiter. Für die kommenden Diskussionen, für Diskussionen im Allgemeinen über eine andere zukünftige Welt, halte ich das für eine sinnvolle Ausgangsfrage. Wenn die Diskussionsteilnehmerinnen gemeinsam auf einer Insel wären, einem imaginären Nichtort, Utopie, und wenn sie eine gemeinsame Ökonomie bildeten, welche Bereiche der Ökonomie wären dann vorhanden? Welche wären möglicherweise deutlich überrepräsentiert? Und welche würden schmerzlich fehlen? Die von mir angestellten Überlegungen sollen zusammenfassend helfen, ein anderes Modell von Superheldinnen zu gewinnen. Prekäre, wenig heldische Superheldinnen, die nicht nur gegen Mietsteigerung kämpfen, sondern auch für Mietsenkung. Nicht nur gegen die Zwangsräumung bestehender Projekte, sondern auch für die massenhafte Besetzung neuer Projekte. Nicht nur gegen die Verschlechterung des Klimas, sondern für die Verbesserung. Und nicht nur gegen Nazis, sondern auch gegen die Bedingungen, denen sie entstammen. Das wären kollektive Nichtheldinnen, die nicht nur gegen die Schließung von Betrieben kämpfen, gegen Lohnkürzungen, sondern auch für die Übernahme der Betriebe durch die Belegschaften. Nicht nur gegen die Entlassung von Arbeiterinnen, sondern vor allem für die Entlassung der Chefetagen. Anti- oder Postheldinnen gewissermaßen, die weniger für die Diversifizierung des staatlichen Geschlechtseintrages kämpfen, sondern für die Streichung jedes staatlichen Geschlechtseintrags. Die weniger für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kämpfen, sondern für die Aufhebung der Spaltung von Hausarbeit und Lohnarbeit. Solche also, die nicht für die Ausdehnung der Ehe streiten, sondern für ihre Abschaffung für alle. Mit anderen Worten, wer die Frage der Utopie stellt, kämpft nicht für den Erhalt des Status quo. Wer die Welt retten will, braucht einen teuflischen Plan zu ihrer radikalen Veränderung. Vielen Dank. Danke schön. Liebe Biene, ich hoffe, du hast zumindest den Applaus hier gehört. Der war tobend. Und vielen Dank für deinen Input und für die ganzen Fragen, die du uns mit auf den Weg gegeben hast für diese nächsten Tage. Kompliziert, aber ich glaube, das ist auch das, was wir hier vor uns haben. Wir alle wissen, glaube ich, dass es nicht einfach wird, die Zukunft zu gestalten und dass da noch viele Fragen auftauchen werden, auf die es eben keine einfachen Antworten gibt. Und deswegen möchte ich alle, die zugucken, zuhören, bitten, sich noch mal ganz kurz Zeit zu nehmen für die Gedanken, die euch und Ihnen während des Inputs von Bini durch den Kopf gegangen sind, diese kurz aufzuschreiben, damit sie sich nicht ganz schnell wieder verflüchtigen. Ich bedanke mich auch bei dir, Bini,
Und wir kommen zu unserem nächsten Programmpunkt. Noch ganz kurz, bevor wir zu unserem nächsten Programmpunkt kommen. Auch wir lernen hier tagtäglich jeden Moment dazu in Bezug auf die Umsetzung dieses Kongresses. Dieser Online-Kongress, der hat uns ja alle so ein bisschen überrollt und wir versuchen hier jeden Tag die bestmöglichste Umsetzung zu gestalten. Und manche von euch werden es vielleicht gemerkt haben, dass am Anfang die englische Übersetzung nicht funktioniert hat. Sie funktioniert jetzt und ihr findet die englische Übersetzung einmal über den Live-Chat im Venueless. Da könnt ihr einfach den Audio-Stream auf Englisch auswählen und damit hört ihr die Übersetzung. Oder wenn ihr über YouTube schaut, dann gibt es da einen Button unter dem Screen, den ihr auswählen könnt für die englische Übersetzung. Also es läuft jetzt und danke für die Fehlerfreundlichkeit, die wir hier die nächsten Tage alle einüben werden. Sorry. Okay, sorry. For everybody who is listening and was not able to listen to the translation, now it's working and you can choose the English translation in the live chat on Venueless, clicking on the audio stream in English, or if you are watching through YouTube, please choose the button under the live stream audio in English. Okay, thanks. Danke, Nella, für die Anmerkung. Ich hätte es vergessen. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Programmpunkt. Die Zukunft wird es schon richten. Scheiß auf Utopien, sagt Next Generation, von denen wir euch jetzt ein Theaterstück zeigen werden. Das ist ein junges Community-Theater aus Berlin-Moabit, in dem Jugendliche selber Texte schreiben und die Regie machen und vieles mehr. Dadurch bringen sie ihre eigenen Perspektiven mit auf die Bühne. Viel Spaß beim Schauen. Es war März 2020. Wir standen kurz vor der Theaterpremiere. Ein Stück über die Zukunft. Oder das Gestern, oder das Heute. Über die Apokalypse und den Widerstand. Doch dann kam der Stillstand. Eine Katastrophe, wovor WissenschaftlerInnen und AktivistInnen und seit Jahren gewarnt haben. Doch damals, das ist so wie heute, gibt es Idioten. Denen waren den Fakten einfach egal. Aber sie konnten sich auch freikaufen. Denn ihnen gehört der ganze Kuchen. Und sie fressen ihn einfach auf. Von den Wassermassen mit der Erforschung der Zusammenhänge und Folgen. So, it just explodes. Not zum Besseren des Wetterunbilden. Von den Wassermassen mitgerissen. Verdichten sich die Hinweise auf. Suchte er in einen Döner-Imbiss. Auch hier. In der Tatorte. Hanau trauert. Schlechter seine Hundertschaft Beamter eindrückte. Personalien und Räume kontrollierte, um die Geschichte und Unterstützung.
unsere Priorität. Unter anderem schickt die EU-Grenzschutzbehörde Frontex 100 zusätzlich Grenzen diesmal geschlossen zu halten. And choices and people are critical and will die without any equipment. When you're at this point. Wasser. Feuer. Feinstaub. Wasser. Ja. Feuer! Erdbeben! Ich geb das Licht! Warum macht ihr denn nichts? Hier vorne brennt es! Und da hinten! Und da oben! Deutschland, Australien, Amazonas, Kongo! Sehen Sie das nicht? Wo macht ihr denn nichts? Hier vorne prügelt ein Polizist! Und da hinten werden Journalisten eingesperrt! Und dort oben wird Tränengas eingesetzt! Deutschland, Türkei, Chile, Frankreich! Seht ihr das nicht? Warum macht ihr denn nichts? Hier vorne wählt die AfD einen Ministerpräsidenten. Und dort hinten werden queere Menschen verfolgt. Und da oben wollen sie LGBTQ-freie Zonen errichten. Deutschland, Brasilien, Uganda, Polen. Seht ihr das nicht? Warum macht ihr denn nichts? Hier vorne werden Muslime verfolgt. Es gibt Anschläge auf Moscheen. Und dort hinten schwimmt die Angst vor Corona, anti-asiatischen Rassismus. Da oben werden bewaffnete Zäune und Mauern aufgebaut. Indien, Deutschland, USA, Europa. Sie sehen es doch. Warum macht ihr denn nichts? Oh oh. Und da ist sie. Die Apokalypse. Die Dystopie. Sie war schon immer da. Für einige. Für viele. Aber die Zukunft, ja. Die Zukunft, die soll's richten. Alle reden über mich. Ich soll's richten. Die Zukunft. Alles auf meinen Nacken. Sicher? Ich zeig's euch. Alter, chill mal. Das ist viel zu nah. Ich zeig's euch in der nächsten Folge. Ich bin die Zukunft. Ich bringe euch alles, was ihr wollt. Ja, ihr müsst nicht mal selbst euren Arsch abwischen. Durch Technologien können wir die Welt von ihren Problemen befreien. Alterseinsamkeit, Roboterrobben, Kuscheln mit den Alten, zu viel Plastik im Meer, schwimmende Netze, sammeln es wieder ein. Dein iPhone geht immer gleich kaputt, wenn es fällt. Ein iPhone-Airbag schützt es ab.
Ja, die Technologie. Sie wird's richten. Liebe Damen und Herren, wo wir hier über so viele Zukunftsinventionen reden, möchte auch ich und mein Konzern RW Fall was Großartiges vorstellen. Denn Sie wissen ja, die Umwelt geht zugrunde, die Ressourcen gehen zur Neige. Und das alles schadet natürlich unsere Wirtschaft. Aber da haben wir auch eine Antwort. BEX. Kurz für Bioengineering Carbon Capture Storage. Was wir machen? Wir nehmen das böse CO2 aus der Luft und pumpen es ganz tief in die Erde, wo es dann auch für immer bleibt. Das ist gutes deutsches Handwerk. Wir schaffen ja schließlich Arbeitsplätze. Tada! Weniger CO2, weniger Klimaerwärmung, ein tolles Image und hohe Gewinne. Anonyme Masse seid ihr wohl stark. Aber allein seid ihr nur mickrige Köter, die für mich Profite erbringen. Mit den Kameras weiß ich, wer hier Unruhe stiftet und nicht schuftet. Und glaubt ja nicht, dass ihr außerhalb der Arbeit von mir sicher seid. Social Media, Drohnen und Gesichtstracking werden euch überall ausfindig machen. Ich hab alles, um euch zu finden. Mein Freund und Helfer, die Polizei, die werden mit euch Gefahren des öffentlichen Lebens schon irgendwie klarkommen. Ich bin die Zukunft. Die Zukunft, in der alles bunt ist. Und glitzert. In der Zukunft fühlen wir uns wohl, wie in einer Seifenblase. Mit Regenbogenfarben und viel Luft zum Schweben. Hauptsache, du drückst dich aus und zeigst, was in dir steckt. So einzigartig und individuell. Thank you.
wünsche mir eine Welt, in der wir leben und leben lassen. Eine Welt, wo die Jungs nicht mehr ihre Männlichkeit beweisen müssen. In der Kinder kriegen und um Kinder kümmern alle machen. Das Geld verprassen und die Armut verlassen. Eine Welt mit Spätis auf dem Kudamm. Keine Menschen hassen und als Menschenmassen zusammenhalten. Und zusammenfalten die alten Normen, um Neues zu formen. Eine Welt ohne dumme Blicke, ohne Rassismus, in der es Denkmäler für die Opfer von Hanau und vom NSU gibt. Ja, ja, das sind ja wirklich nette Ideen. Wir haben jetzt einen Wettbewerb ausgeschrieben. Den Future Utopia Diversity Innovation Fonds. Nein, er hieß der UTA Future Diversity Innovation Fonds. Bewerbt euch bis übermorgen und gewinnt eine einmalige Prämie für eure Zukunftsidee. Bewerbt euch jetzt! Ich habe eine innovative Zukunftsidee. Nimm meine Idee. Ihr wisst das auch alle selber. Ey, ihr verliert doch sowieso. Ja, ich sehe so aus. Ich bin die ganze Zeit am Kämpfen. Am Struggeln. Ich bin die Nachbarin, die die Tiere am brasilianischen Strand vom Öl befreit. Ich sitze vor dem Regierungsgebäude in Khartoum, wo das Militär unsere Hoffnung zerschlägt. Ich stehe 1854 neben Leila Fatmas Meer in Algerien und kämpfe gegen die französische Kolonialmacht. Ich stehe vor dem Stonewall neben Marsha P. Johnson und verteidige uns gegen die transfeindliche und homofeindliche Polizei. Ich bin in Hongkong, verteidige uns vor dem Tränengas. Ich bin die Krankenschwester, die 48 Stunden arbeitet, ohne Schutzkleidung und deswegen streikt. Also, bitteschön. Also, diese Zukunft ist linksextremistisch. Ich bin auch gegen den Terror von rechts, aber genauso gegen die linken Krawalldemonstranten und gegen Islamisten und Clanstrukturen. Ich errichte Brandmauern gegen alle Extreme, denn die Gefahr steht auch links. Und das will ich euch sagen, Deutschland ist nicht Berlin-Kreuzberg.
Mein Angebot richtet sich an die Mitte dieses Landes. Für eine Zukunft in Wohlstand und Sicherheit. Für alle anständigen und rechtschaffenden Bürger dieses Landes. Ich bin eure Zukunft. Vergewaltiger bist du. Der Vergewaltiger bist du. Der Vergewaltiger bist du. Der Vergewaltiger bist du. Wir sind nicht das Problem, das Problem ist das System. Wir sind nicht das Problem, das Problem ist das System. Also bittet, also Entschuldigung, das verbitte ich mir. Der Vergewaltiger bist du. Ey, fällt euch was auf? Ja, Mann, irgendwas ist anders. Die Blicke, sie schauen uns gar nicht an. Riecht es nach zu Hause? Es klingt wie zu Hause. Es riecht nach Shisha und Minztee. For that we love for places. Or safe spaces. Hier klingt das nach lachenden Leuten. Leute, deren Wünsche und Gebete in der Schule nicht gehört werden. Deren Wünsche und Leben in den Instituten ignoriert werden. Ja, hier hörst du sie lachen. Unsere Schwester, unsere Brüder, unsere Familie. Hier riecht's nach Rauch. Und nach frischem Regen und Gemeinschaft. Hier, wo es ziemlich cool ist und einfach herkommen kann zum Kochen und Essen und Schlafen und Tanzen und zusammen sein. Hier hörst du sie lachen. Bajilavnu, Gardasamnu, Aydelemnu. Hier, wo es glitzert und es egal ist, was du anhast. Und ob du sie, er, they oder irgendetwas anderes bist. Hier. Ja, hier hörst du sie lachen. Nuestras hermanas y hermanos. Nuestra familia. Hier hörst du Kindergelächter und Gesprächsgemurmel. Hier, wo du den Geschichten deiner Ablas und Abis, deiner älteren Mitbewohnerin, lauschen kannst. Ja, Mann. Hier hörst du sie lachen. Abileichin, Ablaichin, Eileinichin. Doch sie bringen uns um. Und der Staat, die Medien und die Gesellschaft, sie schauen weg. Sie bringen uns um. Seit Jahren schon. Aber wir werden nicht aufhören zu lachen. Wir sind hier, um zu kämpfen. Für unsere Schwestern. Für unsere Brüder, für unsere Community. Wir sind hier. Wir sind hier, um zu kämpfen. Die Bena Brava, die Stangen Waste. Wir sind hier, um zu kämpfen. Para nuestras hermanas y hermanos, nuestra comunidad. Dass es uns gibt, ist Widerstand. Dass es uns gibt, ist die Vergangenheit. Dass es uns gibt, das ist die Gegenwart. Dass es uns gibt, ist die Zukunft. Wir sind die Zukunft.
vielen Dank dem Theater X für diese 4 Performances, die bei uns sehr unterschiedliche Gefühle ausgelöst haben und uns letztendlich auch Mut gegeben haben. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Input. Als nächstes stellen uns Nina Treu und Kai Kuhnen den Hintergrund des Projektes Zukunft für alle vor. Sie geben einen Einblick, welche Vision wir vor 2048 entwickelt haben und was das mit dem Kongress zu tun hat. Kai und Nina sind 2 der 4 InitiatorInnen des Projektes und Co-Autorinnen des Buches. Ich arbeite eng mit ihnen zusammen und ich finde, sie haben manchmal eine lustige Dynamik zusammen. Ja, hallo. Ja, hallo. Wir sind Nina und Kai, wie gerade schon gesagt wurde. Und wir freuen uns jetzt, etwas über den Hintergrund des Projekts zu erzählen. Und wir freuen uns sehr, mit euch diesen Kongress zu eröffnen und schon so vielen spannenden Beiträgen gelauscht zu haben. Wir möchten einmal kurz damit anfangen zu sagen, warum wir eigentlich zu Utopien arbeiten. Wir arbeiten zu Utopien, denn wenn wir auf die Lage der Welt schauen, sehen wir multiple Krisen. Klimawandel, Umweltzerstörung, Ausbeutung, wachsende Ungleichheiten, keine oder defizitäre Demokratien. Und wir sind der Überzeugung, dass die Grundlage dafür die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen sind. Der Kapitalismus mit seiner Trennung, mit Patriarchat, Rassismus, Ableismus, alle Formen dieser Trennung führen dazu bei, dass diese Probleme existieren. Wir denken daher, wenn wir zu einem besseren System kommen wollen, einem gleichen und ökologischen System, müssen wir einen grundlegenden Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft anstreben. Wir brauchen ein neues System, um die Lebensgrundlagen zu erhalten, Kooperation und Gerechtigkeit herzustellen, echte Mitentscheidungen zu ermöglichen. Da in dieser Hinsicht noch ein kurzer Nebensatz zum Menschenbild. Wenn wir über so etwas reden, dass wir sagen, wir wollen einen grundlegenden Wandel anstreben, kommt die Frage oft, naja, aber das ist ja nicht möglich mit dem Menschen, den wir haben. Denn die Menschen sind egoistisch und sie stehen unter Wettbewerb. Wir denken, dass Menschen zu beiden möglich sind, zu Kooperation und zu Wettbewerb, zum Denken an viele andere und zum Denken an sich. Und die Frage ist, welche Rahmenbedingungen gibt es und welche Arten von Eigenschaften fördern wir? Wir denken, wir brauchen ein System, was die positiven Eigenschaften fördert. Anne hat ganz eingangs schon erwähnt, dass dieser Kongress Highlight eines 2-jährigen Projektes ist. Wir arbeiten im Konzeptwerk Neue Ökonomie seit unserer Gründung vor knapp 10 Jahren zu den Fragen einer neuen Ökonomie. Viel zu Degrowth und Postwachstum. Aber wir haben festgestellt, dass wir noch Antworten fehlen auf einer systemischen Ebene. Also wie schaut eigentlich ein neues Staats- oder Gesellschaftsgebilde und eine neue Wirtschaft aus? Und es gab oft Rückmeldungen, dass Postwachstum oder Degrowth ein tendenziell negatives Framing wäre, ein tendenziell akademisches Framing. Deswegen haben wir uns gefragt, okay, wenn eigentlich das Ziel ist, eine Wirtschaft und Gesellschaft für alle zu schaffen, wie wollen wir dann 2048 leben und wie kommen wir dahin? Der Ausgangspunkt war also, wir wollten eine positive Utopie schaffen. Eine Utopie, die diese beiden Fragen beinhaltet und über den wachstumsfixierten Kapitalismus hinausweist als Inspiration und gemeinsamen Bezugspunkt. Wir haben im letzten Jahr, das wurde auch vorhin schon erwähnt, 12 Zukunftswerkstätten durchgeführt zu den Themen Wohnen, Bildung, Energie und Klima, Landwirtschaft und Ernährung, soziale Garantien, Sorgearbeit, Digitalisierung und Technik, Migration und Bewegungsfreiheit, Mobilität, Finanzsysteme, Unternehmen und Produktion und Handeln. Die Ergebnisse haben wir
auf der Webseite schon vorgestellt, auf der Webseite vom Kongress, die ihr jetzt hoffentlich alle schon kennt, und sie werden als Buch erscheinen. Und wir wollen euch jetzt auf dem Kongress einige dieser Ergebnisse des Buches vorstellen. Der Kongress an sich geht ja um viel mehr als die Vorbereitung und die Ergebnisse, die wir produziert haben. Wir wollen aber als Grundlage für diese Diskussion einen Eindruck geben und dann hoffen, dass wir, wie schon hier ganz viel benannt wurde, in ein gemeinsames Suchen nach Utopien kommen. Damit übergebe ich an Kai. Ja, hallo. Bevor wir mit der Utopie anfangen und sie euch versuchen, so ganz skizzenartig darzustellen, erstmal so ein bisschen Vorbemerkungen. Wir haben als Jahr das Jahr 2048 gewählt. Das ist ein Jahr, was nicht so wahnsinnig weit weg ist wie 2100. Es ist aber auch noch ein bisschen Zeit, fast 30 Jahre. Für uns ist das so ein Jahr, da gibt es noch viel Bekanntes, aber es gibt auch schon viel Neues. Wir haben 48 gewählt und nicht 2050, weil 8 hinten ist eigentlich immer ein Zeichen für, oder da gab es viele revolutionäre Jahre, 1848, 1918 und 1968. Und es ist wichtig zu sagen, natürlich ist es kein Masterplan, es ist ein Aufschlag für eine Diskussion, hoffentlich. Wir haben natürlich auch nicht alle Antworten, das ist auch klar. Ja, und natürlich ist so eine Utopie auch immer das Ergebnis seiner AutorInnen und ich will kurz vorstellen, welche Rolle wir dabei hatten, wir vier Hauptautorinnen. Anne waren quasi, ich mache das gerne anhand eines Fahrrads, weil das so ein gutes Bild ist. Anne ist quasi, war quasi die Räder, die Basis von allem. Dann Matthias Schmelzer war so der Mensch, der uns den Weg weist, der Erleuchtete. Dann ich war so der Rahmen, der alles zusammenhält und dem Ganzen Struktur gibt. Und Nina, ich glaube, du warst dann die Klingel oder die Bremse Nee, Kai, wir haben uns auf was anderes geeinigt. Wir hatten eine super lange Diskussion dazu. Und dann haben wir uns geeinigt, dass ich der Antrieb bin. Und wir hatten voll die lange Diskussion, ob du nicht sowas bist wie das dritte Rad. Aha. Und dann am Ende haben wir gesagt, nee, zusammen mit Anne bist du die Basis. Und deswegen seid ihr beiden unsere Reifen. Ja, ich kann mich gar nicht mehr an die Diskussion erinnern, aber ist ja auch egal, jetzt machen wir weiter. Ja, wie auch immer, okay. Wir fangen mal mit einem Kernstück an, einer jeden Utopie, das Wirtschaftssystem. Und was wir uns vorstellen, sind so ein System, was aus drei Säulen besteht, die es alle auch heute schon gibt. Wir haben hier ganz rechts die Gemeinwohlökonomie-Markt, also eine Marktstruktur, wie wir jetzt auch schon kennen, überall Märkte ist ja dominant als Struktur. Dann haben wir sowas wie eine öffentliche Daseinsvorsorge und wir haben so Selbstorganisations- oder Commons-Bereich. Selbstorganisations- und Commons-Bereich, ein Beispiel dafür wären zum Beispiel solidarische Landwirtschaftsbetriebe. Und wir stellen uns vor, dass eigentlich immer mehr Sachen aus dem Markt rausfallen und nicht mehr über den Markt produziert und vermittelt werden und dann entweder in so öffentliche Betriebe kommen oder in diesen Bereich der Selbstorganisation. Und um sich besser vorstellen zu können, wie man die unterscheiden kann, die Bereiche, hilft so die Frage, worauf kann ich mich eigentlich verlassen? Und am Markt, das wissen wir alle, da kann man sich verlassen auf seine eigene Leistung und hoffen, dass sie wertgeschätzt wird. Bei der öffentlichen Daseinsvorsorge, dann geht es halt um den Staat oder deine Kommune, auf die du dich verlassen musst, dass du hoffst, die produziert alles, was du brauchst und sorgt für die Infrastruktur. Und wenn ich aber in so selbstorganisierten Strukturen unterwegs bin oder in so Commons-Strukturen, da wird es oft sehr schnell klar, ich verlasse mich eigentlich auf die anderen Menschen, auf die Mitmenschen. Und das finden wir eigentlich ein sehr schönes Bild, weil es eigentlich auch für die anderen Bereiche gibt, es wird dann nur immer verschleiert. Ja, in unserer Vision hat dieser zentrale Bereich, also diese öffentliche Daseinsvorsorge durch zentrale Institutionen auch noch eine sehr wichtige Aufgabe. Andererseits sorgt sie dafür, dass alles da ist, was die Menschen für das gute Leben brauchen und schaut also, ob wirklich alles produziert wird in diesen selbstorganisierten Strukturen und wenn nicht, dann machen das öffentliche Betriebe, nimmt sie es selbst in die Hand und andererseits kontrolliert sie natürlich den Markt, dass er sich nicht ausweitet und dass er gemeinwohlorientiert ist. Und unsere Vorstellung ist, dass das quasi so ein Bild ist von 2048, aber dass dieser Wandel auch immer noch weitergeht von rechts nach links. Der Fall fehlt noch. Ja, dann kommen wir zur Demokratie. Natürlich ändert sich nicht nur die Wirtschaft, sondern auch, wie wir entscheiden und wie wir miteinander Dinge aushandeln. Wir stellen uns eine sehr viel demokratischere Gesellschaft vor, mit sehr viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Das fängt an bei Unternehmen. Unternehmen sind alle in Mitarbeiterinnenhand. Wir entscheiden also alle, was wir produzieren und wie wir produzieren. Und das normale politische System funktioniert über Rätestrukturen. Das fängt an bei so einem Nachbarschaftsrat, aber dann gibt es auch einen Rat auf der Dorfebene oder in Stadtteilebene. Und dann gibt es den Stadtrat oder den Kommunenrat. Und so geht es weiter die Stufen hoch, sodass überall sehr demokratische Strukturen herrschen. Natürlich gibt es auch diesen Selbstorganisationsbereich, da läuft es vielmehr über so direkte Aushandlung. Das ist nochmal ein ganz anderes Skillset, was wir dann alle lernen werden. Und schließlich war auch die Frage, brauchen wir vielleicht noch sowas wie ein parlamentarisches System auf Bundesebene, vielleicht um die Rechte von Minderheiten zu schützen oder für irgendwelche internationalen oder globalen Verhandlungen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, sitze ich dann eigentlich nur noch in Gremien rum? Und da habe ich jetzt mal so 12 Punkte, die ich gerne vorstellen würde. Moment. Du willst jetzt nicht ernsthaft 12 Punkte hier durchgehen, aber oder? Aber die sind ja wichtig, die 12 Punkte. Ja, ist schon klar, die sind auf jeden Fall wichtig, aber deswegen hast du die ja auch ausformuliert in dem Buch. Also, wir hatten die Zeit abgesprochen. Okay. Ja, also ich würde euch empfehlen, bitte lest das nach in der Vision und wir machen dann weiter mit dem nächsten Teil. Wir haben nämlich festgestellt, dass diese ganzen Grundlagen total wichtig sind. Ihr wollt euch ja vorstellen können, wie ist das Wirtschaftssystem, wie ist das Demokratiesystem. Aber eigentlich wird es erst richtig greifbar, wie ist diese Welt, wenn wir euch einzelne Bereiche vorstellen. Und da haben wir uns geeinigt darauf, dass wir euch den Mobilitätssektor, den Wohnungsbereich und den Bereich zur Bewegungsfreiheit bzw. der Gesellschaft der Vielen vorstellen. Im Bereich Mobilität, damit fangen wir an, ich muss gleich sagen, im Bereich Mobilität gibt es schon total viele gute Vorschläge. Wenn die zusammengebracht werden, sind wir schon richtig weit auf dem Weg zu unserer Utopie. Erstmals braucht es bessere Infrastrukturen. Es braucht bessere Infrastrukturen auf dem Land und in der Stadt, dass wir insgesamt weniger Verkehrsbedarf haben. Wir haben dann mehr ÖPNV, mehr Fahrräder, wir bewegen uns mehr zu Fuß fort und es gibt insgesamt viel weniger Autos und viel mehr autofreie Zonen. Was natürlich auch heißt, die ganzen Orte, wo vorher viele Autos waren, sind schöne, belebte, grüne und sichere Orte. Wir denken, dass der Zugverkehr ganz aufgewertet sein sollte. Also wir stellen uns da Themenbahnhöfe vor, doppelt so viel Bahnpersonal, Themenabteile in den Zügen, super Kinderbetreuung. Und gleichzeitig ist es so, dass wir nicht mehr ständig auf Kurztrips gehen oder viele Leute, die privilegiert sind, ständig auf Kurztrips gehen, sondern dass wir uns mehr Zeit nehmen für Reisen. Da steht ganz oben in der Präsentation, seht ihr auch das schöne Solarschiff. Und Flüge sollten minimiert werden und damit reserviert sein für Menschen, die sie wirklich brauchen. Also das heißt vor allem Menschen, die auf Migration sind oder auf Flucht. Ja, und jetzt also... Wo sind denn, also wenn ich von Zukunft höre, Mobilität, dann geht es immer um Automobile, die sich selber fahren und die Elektroantrieb haben. Stimmt, da hatten wir eine lange Diskussion dazu. Wo sind eigentlich die selbstfahrenden E-Autos bei uns in der Vision? Das ist nämlich ganz wichtig aktuell. Ich habe euch da mal rauskopiert, was wir dazu geschrieben haben in der Broschüre. Nina. Ja. Nina, hast du deine Folie mal selber angeschaut? Das ist doch digital, das können die ja größer machen. Das ist machen. 10 Punkte oder sowas. Hier gucken 500.000 Leute zu und du machst hier so eine Folie. Okay, gut, danke Kai für den Einwand, dann mache ich weiter mit Wohnen. Gut, Wohnen, auch total wichtiger Bereich, auch hier sehr schön illustriert. Im Bereich Wohnen ist das Recht auf guten Wohnraum verwirklicht. Das heißt, es gibt keinen Profit mehr mit Wohnräumen, es gibt einen Zugang zu guten Wohnen, unabhängig von Finanzen und es gibt eine massive Umverteilung von Wohnraum, damit alle guten und ausreichenden Wohnraum haben. Dabei gilt gleichzeitig, wir haben weiter eine Vielfalt an Wohnformen und Räumen. Also Menschen können sich aussuchen, wie sie wohnen wollen, als Paar, als Familie, Wahlfamilie, als Wohngemeinschaft, als eine Mischung zwischen individuellem und gemeinschaftlichem Raum. Also keiner ist verpflichtet, auf eine bestimmte Art zu wohnen. Wir sagen aber trotzdem, es gibt nicht mehr so viel großzügigen individuellen Wohnraum, sondern eher mehr Gemeinschaftsraum. Wir setzen ganz stark auf lebendige Nachbarschaften, also auf Nachbarschaften, wo wir wieder alle Dinge des täglichen Bedarfs bekommen können, wo wir uns, weil sie weniger durch Autos belebt sind, sondern durch Menschen, gerne bewegen, wo wir Menschen treffen und notwendige Arbeiten verteilen können. Das gilt sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Und das wird deutlich durch ganz viel geteilte Infrastruktur in den Erdgeschossen der Wohnorte.
Und ein zentrales Ergebnis war, dass es an jedem Ort einen sogenannten Lebensmittelpunkt geben soll, also von Lebensmittel der Nahrung, aber auch von unserem Leben und dem Mittelpunkt. Und dort kommen wir zusammen, wir verteilen Sorgearbeit, wir treffen uns, tauschen uns aus, es gibt aber auch eben was zu essen. Und ganz wichtig, daran angeschlossen ist das Willkommenszentrum, wo ich jetzt gleich als nächstes hinzukommen möchte. Ja, ich hatte gesagt, wir würden gerne noch die Ergebnisse der Bewegungsfreiheit der Zukunftswerkstatt vorstellen. Eigentlich passt es besser zu sagen, dass es um die Zukunftswerkstatt der Gesellschaft der Vielen geht. Weil die Ergebnisse gingen nicht so sehr darum, ob Menschen Grenzen übertreten können, sondern ob wir eine Gesellschaft haben können, in der alle ein gutes Leben führen können. Wichtig ist in dieser Vision, dass es eine Gesellschaft der Vielen mit Teilhabe für alle gibt und dass die Diversität und die Differenz als Basis des Zusammenlebens anerkannt wird. Ganz wichtig ist dafür, dass wir massiv umverteilen, Einkommen und Vermögen, Zugang zu Ressourcen sowie Formen von Macht und Herrschaft. Wir setzen darauf, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, inklusive Bewegungsfreiheit. Das heißt, dass auch, falls es noch Pässe gibt, also entweder gibt es keine Pässe mehr oder mit unseren Pässen können wir dahin gehen, wo wir wollen, oder es gibt eben gar keine Orte mehr, die Pässe ausstellen. Wir setzen auf eine globale Angleichung der Lebensstandards. Das heißt auch, dass Menschen weniger Gründe haben zu fliehen, also nicht mehr den Ort verlassen müssen, sondern eher ein Recht haben zu bleiben, wenn sie wollen. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, soll es echte Willkommenszentren geben. Das ist versucht da unten darzustellen in der Illustration. Also Orte, an denen Menschen, egal ob sie jetzt aus Bielefeld oder aus Bamako nach Leipzig kommen, dort kommen sie an. Es sind Menschen, die mit ihnen kommunizieren können, die ihnen sagen, wie kannst du in dieser Gesellschaft ankommen, wo findest du alles Notwendige. Es gibt da keine Trennung zwischen Menschen, die aus einem bestimmten Ort kommen und anderen. Natürlich ist es wichtig, dass in einer solchen Gesellschaft Diskriminierung und Herrschaft, Ausgrenzung und jegliche Formen von Benachteiligung aktiv begegnet werden. Uns ist klar, das wird nicht einfach weg sein, aber wir wollen dem sozusagen von früh an begegnen. Und ganz wichtiger Punkt hier ist es natürlich, dass es ein Ende des jetzigen Herrschaftssystems geben muss, was auf Trennung und Teilung setzt. Das heißt, ein Ende von weißer Vorherrschaft, von Patriarchat und Geschlechterteilung, durch die die jetzige Welt gekennzeichnet ist. Gut, damit gebe ich wieder an Kai. Ja, wir kommen jetzt zur spannenden Frage, wie kommen wir dahin? Und das ist natürlich eine große Frage, wie verändern sich Gesellschaften? Und da gibt es auch viele kluge Denker, die da schon was zu geschrieben haben. Ich habe das zusammengefasst kurz und möchte die wichtigsten Punkte in so einem eher theoretischen Abhandlung kurz vorstellen. Das ist also jetzt, du kritisierst meine Folie, dass man die nicht lesen kann. Und was schreibst du dann? Aber ich lese es ja vor. Ah ja, super, klar, dann verstehen es ja alle. Ey, ich glaube, ich glaube, das dauert zu lange, Kai. Das dauert ja, zu lange, meinst du? Ja. Na gut, okay, es steht auch wieder in dem Buch. Dann machen wir, aber ich kann die Projektion kann ich noch zeigen. Ja, super, die machen wir noch. Ja, cool. Okay. Ja. Gut, also ich habe nämlich mal das Internet gescannt und mit selbstlernenden Algorithmen so Big Data-mäßig eine Auswertung gemacht und bin dazu gekommen, dass wir tatsächlich schon auf dem richtigen Weg sind. Also wir sind auf dem Weg in diese Utopie, die wir beschreiben, auch wenn wir manchmal das gar nicht das Gefühl haben. Und ich habe so ein paar Ereignisse ausgerechnet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen werden. Die wollte ich kurz vorstellen. Das ist einmal 2021, da wird die Deutsche Wohnen enteignet und das führt dazu, dass dann auch in anderen Städten sowas passiert. Yes. 2022 gibt es die Kampagne Public Money, Public Good und danach gibt es keine proprietäre Software mehr, die in öffentlichen Einrichtungen benutzt wird und Open Source Software wird gefördert. 2023 gibt es dann den ersten europaweiten feministisch-migrantischen Streik im Pflegesektor für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung. 2024 passiert eine ganze Reihe von Sachen. Die Massentierhaltung wird unter dem zweiten grünen Landwirtschaftsminister in Deutschland. Moment, unter einem grünen Landwirtschaftsminister, der schafft Massentierhaltung. Ich habe mich auch gewundert, aber der Algorithmus hat es ausgesprochen. Okay. Also, ich vertraue dem da. Ja, gut. Und das passiert dann auch in vielen anderen Ländern der EU, dass das abgeschafft wird. 2024 gibt es 1000 Städte weltweit, die sich zu sicheren Häfen erklären und eigene Schiffe einsetzen, um Tausende von Menschenleben zu retten. 2024 gibt es auch die Kampagne Defund Frontex, da wird die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, da werden erstmal die Mittel gekürzt und dann wird sie ganz aufgelöst. 2025 ist in Mannheim die 10. Universität Deutschlands, die das Fach Volkswirtschaftslehre durch plurale Wirtschaftslehre ersetzt.
Und 2025 gibt es auch Schüler, die die Rüstungsunternehmen besetzen und das Verteidigungsministerium und dadurch erzwingen, dass der Militäretat in Deutschland halbiert wird. 2026 haben wir dann große Klimaverhandlungen, die werden durch Proteste massiv gestört. Erst in Budapest, dann werden sie nach Johannesburg verlegt, dort werden sie wieder gestört und das führt dann zu einem Abbruch und dann daraus entsteht über die nächsten Jahre aus dem Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und sozialen Bewegungen der globale Rat für Zukunftsfähigkeit, der sich dann dem Problem des Klimawandels annimmt. Ja, noch zwei Sachen. 2029 wird auf Druck des neuen Zusammenschlusses von Ländern des globalen Südens, China und Brasiliens, wird der IWF demokratisiert und es wird eine internationale Ausgleichsunion geschaffen mit der Währung Bancor 2.0. Und schließlich, endlich bekommt Duisburg das, was es verdient. Der Duisburger Bahnhof wird zum schönsten Bahnhof Deutschlands gewählt, besticht vor allem durch den Wartebereich mit Musikzimmer, solarbetriebener Sauna und einem Bällebad aus nachwachsenden Rohstoffen. Okay, es hat sich gelohnt, dass du es noch gezeigt hast. Ja, cool. So, wir sind jetzt auch schon durch. Wir wollen noch sagen, dass es während dieses Kongresses drei Formate gibt, wo wir versuchen, auch so viele Eindrücke zu verbinden, die stattfinden während des Kongresses. Die Veranstaltung heißt auch Utopien verbinden. Und natürlich, das alles, woraus wir jetzt erzählt haben, das ganze Buch gibt es auf der Webseite umsonst zum Runterladen. Und natürlich kann man es auch käuflich erwerben. Es wird dann Anfang Oktober gedruckt. Es läuft derzeit beim Ökom Verlag eine Crowdfunding-Kampagne dazu. Da kann man quasi den Buchdruck unterstützen und gleich schon ein Exemplar erwerben. Ja, super. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir euch eine gute Zeit auf dem Kongress wünschen. Viel Inspiration und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Danke. Ja, danke Nina und Kai. Das hat richtig Spaß gemacht zuzuhören, vor allem, weil es am Ende nochmal so schön konkret wurde. Und ja, ich habe so richtig gemerkt, okay, es ist machbar und das wird kommen und wir alle gestalten die Zukunft mit. Und dafür müssen wir aber auch noch ziemlich viel tun, vor allem auf die Straße gehen und uns die Zukunft, die wir wollen, erkämpfen. Und darum wird es die nächsten Tage auf jeden Fall auch weiterhin gehen, um die Utopien, die schon bestehen in den Köpfen und in Gedanken und auch den Weg dorthin. Also wie kommen wir denn eigentlich zu einer Zukunft für alle, zu einer Zukunft, die nicht ausschließt, nicht diskriminiert, nicht unterdrückt? Dazu möchte ich noch zwei Ankündigungen machen, und zwar einmal das Format des Open Spaces. Also wenn ihr unser reichhaltiges Programm durchgeguckt habt und gemerkt habt, da sind auf jeden Fall noch Themen, die fehlen. Da fehlt auf jeden Fall noch was, was ich kann und ich anbiete, wo ich irgendwie nochmal Einblicke reingeben möchte. Dann meldet euch zum Open Space an. Der findet täglich von 17 Uhr bis 18.30 Uhr statt. Und alle Informationen dazu findet ihr auf dem Kongressgelände. Die Beschreibung, wie man Einreichungen macht zum Open Space, gleichzeitig aber auch, wie man daran teilnehmen kann. Und warum ich das jetzt vor allem nochmal explizit sage, wer morgen, also am Mittwoch, einen Open Space anbieten möchte, der müsste das heute schon ankündigen unter der E-Mail-Adresse Open Space, die ihr auf dem Kongressgelände findet. Also fühlt euch eingeladen, das Programm um weitere spannende Punkte zu ergänzen und den Kongress mitzugestalten. Ein weiterer Punkt, wie ihr heute schon gemerkt und gesehen habt, wir versuchen technisch alles möglich zu machen, was geht, und brauchen dazu aber Unterstützung von euch allen. Und wir sind noch auf der Suche nach Tech-Hosts, also nach Personen, die in den Workshop, in Veranstaltungen die technische Seite unterstützen. Das ist kein Hexenwerk, also man kann das relativ gut schnell lernen. Eine Anleitung dazu findet ihr auf dem Kongressgelände unter dem Raum Tech Support. Da ist eine Einleitung beschrieben, die sozusagen Auskunft gibt, wie diese ganzen technischen Dinge funktionieren. Viele von uns haben sich da auch jetzt in den letzten Tagen und Wochen reingefuchst. Also das ist machbar. Wir alle werden noch viel schwierigere Sachen lernen, glaube ich. Und
Wer sich trotzdem unsicher fühlt, morgen um 17 Uhr gibt es nochmal ein Skillsharing, wo einfach die Dinge auch nochmal erklärt werden. Und auf dem Kongressgelände steht auch die E-Mail-Adresse, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr sagt, ja klar, ich mache mit, ich bin dabei, ich tech-hoste 2-3 Veranstaltungen, die ich sowieso besuche und dann kann ich das auch machen. Also es ist ein Mitmachkongress, wie Max schon gesagt hat, und wir brauchen eure Unterstützung und dann läuft das hier auch alles reibungslos. So, jetzt zum letzten Punkt, bevor ihr in den Austausch kommen dürft. Wir hatten das am Anfang angekündigt, dass es die Möglichkeit geben wird, in den Austausch zu kommen, Fragen zu diskutieren, vielleicht nochmal andere Perspektiven kennenzulernen. Und dazu haben wir uns für diesen Kongress das Konzept der Bezugsgruppe ausgedacht. Das ist auch schon in analogen Kontexten erprobt worden und wir möchten es jetzt auch im digitalen Kongresskontext erproben. Und dazu habt ihr wahrscheinlich gestern alle einen Zugangslink bekommen, über den ihr einer Gruppe zugelost wurdet. Und die Idee von uns ist, dass trotz, dass wir im digitalen Raum diesen Kongress stattfinden lassen, wir Austauschformen, Austauschräume schaffen und ermöglichen, uns mit Menschen in Verbindung bringen, die vielleicht ganz andere Alltagskontexte, ganz andere Diskussionskontexte erleben und so auch unsere Filterblase nochmal ein bisschen verlassen, andere Perspektiven kennenlernen. Und diese feste Bezugsgruppe trifft sich jeden Tag von 14 bis 14.30 Uhr, also eine halbe Stunde. Auch dazu gibt es Anregungen für Dinge, die ihr da diskutieren könnt auf unserer Website. Und damit wollen wir jetzt starten. Also jetzt dürft ihr das erste Mal in eure Bezugsgruppen gehen, mit den Menschen in Austausch kommen, die ihr dann auch die nächsten Tage in der Zeit der Bezugsgruppen treffen könnt, euch austauschen könnt und somit diesen digitalen Kongress doch irgendwie gemeinsam bestreiten, besuchen könnt, um noch mehr vom Kongress mitzubekommen, weil ihr einfach alle in anderen Veranstaltungen seid und dadurch einen noch besseren Eindruck davon kriegt, was hier an Themen diskutiert und verhandelt wird. Wie kommt ihr dahin? Auf Venueless, also auf der Plattform, mit der wir arbeiten die nächsten Tage, findet ihr links unter der Kanalübersicht einen Raum, einen Zugsgruppenraum und den klickt ihr an und dann landet ihr dort, wo die anderen Menschen auch sind, die eurer Bezugsgruppe zugeteilt wurden. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei, diese Fragen, die ihr jetzt in den letzten Stunden schon aufgeschrieben, die euch durch den Kopf gegangen sind, gesammelt habt, die mit anderen zu besprechen, in den Austausch zu kommen, in den ersten Austausch und dann dürft ihr, wenn ihr möchtet, um 18.45 Uhr eine Pause machen. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr um 20 Uhr zum Eröffnungspodium wieder dabei seid, live beim Livestream und dort zuhört, wie es darum geht, wie man aus den heutigen Krisen die Zukunft entwickeln kann. Danke, dass ihr alle dabei wart und so lange durchgehalten habt. Das ist ja nicht immer einfach, vom Bildschirm so lange zuzuhören. Deswegen, schön, dass ihr dabei seid und wir freuen uns auf die nächsten Tage mit euch.